Du bist wieder schwul. Los, mach dich ab weg hier. Los, wird's bald. Weg hier, Mann. Ja, okay. Und wenn ich nur so anlangt, schlägt dich ja nicht, er guckt ja nur. Ja, ja. Eigentlich sollte ich schlagen. Nächstes Mal versprochen. Okay. Ohne Bescheid zu sagen, einfach so. Hallo! Yeah! Verständlich, ey. Verschwindet man. Auf, weg hier. Los. Hau ab. Mach das hier ran, wie du gewinnst. Schrecklich, ey. Danke auf. Die Lehrer kommt weg. Ich glaube, wir müssen jetzt machen. 10. Klassenraum vorne, Take 7. Action! Von diesen einfachen Beispielen, die jetzt mal weggehen, hat geschlagen. Was ist das denn? Szene, Klassenraum, vorne, Take 5. Bei der Exponentialgleichung 2 hoch x ist 81, kann die Lösung auch relativ einfach ermittelt werden, indem man sich überlegt, wie oft muss die Zahl 3 mit sich selbst mal genommen werden, um 81 zu erhalten. Cut, nicht getroffen, ne? Was kann man da an? 10. Klassenraum, vorne, Take 4. Action! Also, bei der Exponentialgleichung. Nochmal von vorne. Bei dieser einfachen Gleichung kann man natürlich. Fangen an. Wenn wir uns die Gleichung anschauen, 2 hoch x ist 8. Nenten steht. Und das macht eben dann diese Exponentialgleichungen aus. Cut. Szene, Klassenraum, hinten, Take 1. Action. Wenn wir uns den komplizierteren Gleichungen mal zuwenden, e hoch 2x minus 5, e hoch x plus 6 ist 0, dann ist das eine Gleichung, die wir nicht auf der einfache Art lösen können. Wenn man sich dieses e hoch 2x... Cut. Okay. Jetzt nehme ich auf. Okay, gut. Okay, los geht's. Was soll ich das jetzt nennen? Immer noch Seite. Okay. Was wird das da an? Szene, Klassenraum, vorne, Take 8. Action! Bei der Gleichung 2 hoch x ist 5. Da kann man das x wohl schlecht exakt festlegen, indem man durch Raten probiert, weil 2 hoch 2 wäre 4 und 2 hoch 3 ist 8. Ach, das ist doch nicht. Das ist doch nicht vorne. Kein Mensch ist mit der Sache. Wenn das nicht funktioniert, dann ist das. Ja. Oder? Kann mal kurz jemand dazwischen gehen? Hey! Leute, bitte! Moment, hallo! Haben wir Security? Kurz, ich bin verkabelt, ich kann da nicht dazwischen gehen. Das war einmal mit Kabelloch. Ja, das ist das schon. Wir wollen fertig werden heute. Hallo! Das ist ja unglaublich hier. Leute, ey, wirklich. Patrick, kannst du mir mal kurz helfen? Wo bist du denn? Patrick Henkelmann. Nein. Da, was machst du denn da hinten? Komm doch mal her. Aufhören, Ende. Gut. Yeah! Du, hast es geschafft? Sehr gut. Das ist mir geklaut. Ich war nicht da. Hi. Hi. Gute, was geht? Hey, Christoph, schau mal. Hallo. Schau mal von vorne. Wenn der Sebastian hier, also ihr lauft eigentlich praktisch gesehen 5 Meter hinter Sebastian her. Szene, Werbung, Kloster Kitchen, Take 1. Hey, ich hätte gern einmal Kloster Kitchen Zitrone und einmal Kloster Kitchen Mango. Ja, gerne. Szene, Schulpause B, Take Safe. Danke, und Action. Cut. Szene, Schulpause B, Take 1. Action. Cut. Was?
super. Vorgrünland bei mir. Meine Eltern sind nicht da. Zum Vorgrünland. Okay, alles gut. Gleich nochmal von vorne. Leute, muss ich auf Zeit von einer Schwuchtel stellen. Die brauchen zu mir Greifen mehr zu kommen. Cut. Kamera an. Szene, Schulpause, Take 2. Cut. Ist die Kamera an? Ja. Okay, Klappe. Szene, Schulpause, Take 1. Ich glaube mal, ist es eigentlich normal, dass ich so laut bin? Grüß die Welt, Szene, Kindesmann zu Hause, Take 1. Okay, warten wir kurz. Alles gut, alles gut. Action. Moment, was? Moment, alles gut. Hi! Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Ja. Mein Viertelbogen, Szene, Film zu mir, Take 3, safe. Eins. Und Action. Versöhnung, Take 6. Action. Cut. Leute, was? Versöhnung, Take 5. Action. Versöhnung, Take 3. Action! Cut! Okay, Kamera an! Versöhnung, Take 2. Ist egal, die Kamera kommt, wird aufgenommen. Okay, und bitte. Cut. Danke. Bitte Okay. Szene B, Take 1. Cut. Der. Szene B, Take 2. Luisa, ein Raspberry, bitte. Kommt sofort, Finn. Auch allein hier? Ja. Und warum? Ein Level up, bitte. Mach ich dir, Leni. Meine Freunde mögen mich nicht mehr. Was ist passiert? Wir haben in unserer Klasse einen, der auf Jungs steht. Also cool. Ist das Problem? Naja, meine Freunde und ich haben ihn die ganze Zeit beschimpft und geärgert. Ich hab einen Text. Hart! Luisa, ein Raspberry, bitte. Kommt sofort, Finn. Auch alleine? Ja. Warum? Meine Freunde mögen ein Lemon up, bitte. Mach ich dir, Leni. Ja. Jetzt habe ich den Textsänger. Ja. Cut. Klappe. Warte. Kamera aus. Yeah. Szene B, Take 3. Meine Freunde. Cut. Dieses Action, es kommt von da und von da und es ja, macht einfach. Ja, ich hab kein Action. Ein Lemon Up, bitte. Mach ich dir, Leni. Was ist passiert? Wir haben in unserer Klasse einen, der auf Jungs steht. Schwul also. Wo ist das Problem? Ja, bis dahin war's. Ja. Weiß ich nicht, war's bis dahin? Kinder? Ja, Cut. Bitte. Szene B, Take 4. Meine Freunde und ich haben ihn die ganze Zeit gemobbt und beschimpft. Take 6, Cut, Mathe, Rübe. Szene B, Take 7. Und das hat dich zum Nachdenken gebracht? Richtig. Ich hab, nee. Cut! Ja, das ist ganz so schwer.
an. Szene B, Take 6. Und das hat dich zum Nachdenken. Und das hat dich zum Nachdenken gebracht? Richtig. Ja. Cut. Das hat dich zum Nachdenken gebracht? Richtig. Ja, schon verständlich. Warum wollen sich auch immer nur die Schwulen orten? Können doch auch mal die Heten machen. Und darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Hänger. Hänger. Cut. Szene B1. Klappe. Szene B, Take 1. Action. Stopp. Szene B, Take 7. Und das hat dich zum Nachdenken gebracht? Richtig. Ja, warum auch nicht? Müssen sich ja immer nur nicht dort. Stopp! Szene B, Take 5. Und das hat dich nachdenklich gestimmt? Richtig. Ja, ist ja auch klar. Warum müssen sich auch immer nur die Schwulen outen? Könnten doch auch mal die Heten machen. An sich hast du recht. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber... Texthänger. Szene B, Take 8. So weit hat... Cut. Hier vor. Und dann? Und dann? Wann die Szene zum Vorhalten, welchen Wort? Dann werden wir hier rauslaufen. Okay? Hier? Vorher hat er gesagt, hier, 4000. Ich hab da. Wo fangen wir jetzt genau an? Und das hatte ich zum Nachdenken gekriegt. Richtig. Seid ihr bereit? Warte. War bereit? Also, ab wo machen wir? Ja. Halbe Hölle oder machen wir noch eine halbe Hölle oder? Wir machen das nächste Ding. Wir machen weiter. Okay. Oh, sorry. Gott sei Dank. Wir machen weiter. Das heißt sorry. War bereit? Ja. Darsteller bereit? Klappe. Szene D, Take 1. Ah, nein. Es war klar. Nee, aus. Ich hab grad nochmal gemacht. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Aber du hast recht. Es macht ihnen das Leben eh nur noch schwerer. Und dabei ist ihr Leben eh schon die halbe Hölle. Glaubst du wirklich, ihr Leben ist die halbe Hölle? Vielleicht sind sie auch einfach nur glücklich. Nein, also zumindest nicht bei Noah. Dem haben wir und leider auch ich das Leben schon zur Hölle gemacht. Aber was soll ich jetzt tun? Ich wollte die anderen etwas bremsen. Doch jetzt bin ich allein. Keine Ahnung. Da. Es wurde mir, dass ich nur verhaspelt. Alles gut. Ich mach das nochmal. Okay. Kamera an. Ich hab's schon voll jetzt. Szene H, Take 2. Nee. Du hast mir doch das Leben zur Hölle gemacht. Jetzt finde ich etwas gesellschaftlich. Ich dachte ja schon. Ja schon. Und du stehst auch nur. Ich? Wie kommst du denn da rum? Sehr gut. Das ist ja wirklich normal. Warum hast du es dir nicht gesehen? Das ist doch Gesellschaft. Szene H, Take 1. Du hast ihm doch das Leben zur Hölle gemacht. Da ist ihm doch Gesellschaft. Oh, scheiße. Willst du ihm nicht Gesellschaft nicht leisten? Gesellschaft leisten? Du hast ihm doch das Leben zur Hölle gemacht. Willst du ihm nicht Gesellschaft leisten? Szene B, Take 6. Nee, sorry. Lisa. Nochmal? Warum machst du das jetzt Monate hören? Das wirst du noch 3 Monate hören, ist mir egal. Ach, ich hab nur Schmerzen da. Naja, man sieht es dir einfach an. Und jetzt, wo du alleine bist, denkst du auch drüber nach. Manchmal muss man erst am Boden sein, um seinen eigenen Weg zu finden. Das glaubst auch nur du. Ja. Danke. Gern. Szene J, Take 3. Ja, aber so ist das Leben. So ist wie eine Achterbahn. Manchmal weiß man erst nach der nächsten Kurve, was kommt. Danke. Kamera an. Szene 16, A, Take. Warte. Ich glaube, die Ton war ganz gut, wenn du so bei dem Satz so. Kamera muss hören.
bitte. Ich saß mal auf dem Schwingstuhl. 10-11, Take 5. Jetzt bin ich raus. Sorry. Es muss näher raus. 10-11, Take 3. Ich hatte einen Traum. Entschuldigung, das war nicht richtig als Schlüssel zu bezeichnen. Ah, das ist schon gut. Nein, es ist nicht. Ich kann dir das Leben zur Hölle machen. Und wenn ihr es nicht macht, machen es andere. Cut. Take 3. Kamera an. 10-11, Take 12. Ich hatte einen Traum, in dem ich anders war. Kamera an. Wollen wir tanzen? Okay, lass uns tanzen. Szene 12, Take 3. Cut. Was ist denn los mit dir? Kamera rein an. Szene 12, Take 2. Ja. Wir haben uns aufgeführt wie die reinste Idioten. Ganz schön peinlich. Fuck! Wir haben uns aufgeführt wie die reinsten Idioten. Das war nicht richtig. Fuck! Ah, scheiße! Noah, Entschuldigung, dass wir uns so aufgeführt haben. Ah, ist wunderbar. Kamera an. Szene 13, Take 1. So, was? Warum? Kamera an. Klappe. Sehen bei. Klappe. Ihr lasst es ja krachen. Cut. Keine Sorgen, Mia beruhigt sich schon wieder. Klappe. Szene 15b, Take 1. Action. Hey Mia, was darf ich dir bringen? Mia, ich wollte doch mit dir tanzen. Hast du vorher gefragt, ob du... Ich wollte doch mit dir tanzen. Hast du gefragt, ob du mit mir tanzen darfst? Das hängt gerade. Hättet ihr nicht erwartet, dass es zu all dem kommt? Ja, so ist das Leben. Es ist wie eine Achterbahn. Erst die Kurven und Wendungen machen das Leben besonders und einzigartig. Ach ja, und immer offen für alles sein. Keiner ist gern allein. Na, deine Freundin Mia lässt auch ganz schön krachen. Meinst du und Ex-Freunde? Sicher. Ja. Alles zurück auf Anfang, Kamera an, Klappe. Szene N, Szene Blickwinkel 2, Take 2. Action!
Ist, was er machen will. Ich habe ihm ganz genau gesagt, was er machen soll. Alles gut. Und wenn du es nicht hast, kein Problem. Darf ich kurz? Ja. Gut. Also, ihr lauft, ihr sitzt, dann so ein bisschen. Im Sitzen. Ja, im Sitzen. Nein. Alles klar, vielen Dank. Das war das Ende des Drehs. Wir haben es geschafft. Das war der letzte Drehtag nach eineinhalb Jahren Dreh. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Ihr dürft wieder zurückkommen mit einem strahlenden Jubeln. Yeah! Jetzt wird die Flasche ausgegangen. Oder habe ich irgendwas verpasst? Doch, du hast tatsächlich richtig gehört. Im Januar 2020 wurde angefangen mit der Planung. Okay, Planung, aber kein Dreh. Dann ist alles gut. 5 Jahre später haben wir es endlich auf die Reihe bekommen, diesen Film auch fertig zu bringen. Lieber spät als nie, ganz ehrlich. Lieber spät als nie. Was glaubt ihr, wie lange normale Filme gedreht werden? Die drehen sie manchmal über Jahre. Normale Filme drehen sie normalerweise über Jahre hinweg, also anderthalb Jahre ist echt wenig. Wenn das Drehbuch feststand. Hm? Sind wir einfach krasser als die anderen. Wenn das Drehbuch fest war. Das Drehbuch war im Mai, da muss man noch warten. Von sich mit Alter machen dann. Und dann hat man im Juli, Juni hat man dann angefangen, die ersten Darsteller zu machen. Hallo. Hi. Ja. Laufen lassen. Das stimmt, hallo. Ne? Genau. Einmal wenden. Genau. Richtig, darfst du einmal? Ja, Moment, das kann ich. Ja, hier. Und dann jetzt einmal. Das ist echt wieder so lange her, wenn du mir da angefangen hast zu erzählen. Stimmt, das war im April mal. Ne? Wir haben uns da mal so ganz in den Café gesetzt. Wir haben es geschafft. Yeah. Das ist ja mega. den Interview, das ist ganz einfach. Ja, ja. Gibt es keinen Ton mehr, da wird einfach ein Mikrofon gehalten. Ich jubel am meisten, obwohl ich mir 2 Tage dabei war. Eingestellt. Achso, da, natürlich, gerne. Da der Marcello ja gleich los muss, hätte ich das jetzt gemacht. Nee, der Marcello, das ist ein viel zu viel. Wie wär's mit einer Schlussrede? Also, das wäre viel zu viel. Das heißt, wir machen heute die Nebendarsteller? Wobei man kann es ja mal 2 oder 3 Mal zusammensetzen, wenn du nur erinnerst und dann von mir aus Manuel zusammen. Ja, klar, kann man natürlich auch machen. Genau, ist echt so lange her, April, Mai, Moment, wo du das erstmal davon erzählt hast? Nee. Na, jetzt hast du mir 2020 davon erzählt, ne? April. Ja, richtig schon. Du hast mal gefragt, du bist schon nicht weg.